Wann war der Rosin nochmal hier? Der war im Februar. Ach, diesen Jahres noch? Ja, genau. Würde mich wundern, wenn die oft wieder bestellt wird. Ich werde sie gleich mal fragen. Kompromisslos, viel zu salzig. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid. Zu einer nächsten Runde Frank Rosin. Eins seiner jüngsten Projekte. Wir testen ein Restaurant, das Frank Rosin in seiner TV-Show Frank Rosins aufgepäppelt hat. Er nimmt sich Restaurants zur Brust, die nicht gut laufen und macht, dass sie wieder laufen. Denn er kann alles, unser Frank Rosin. Und wir gucken, ob er es auch kann bei einem seiner neuesten Projekte. Wir sind in Hamburg, wir sind in Altona. Ich habe 10 Dinger rausgesucht, die ich testen wollte. Und tatsächlich 7 haben pleite gemacht. Ihr werdet jetzt die junge Dame zur Brust nehmen. Ihr erfahrt gleich eigentlich nochmal, ihr werdet gleich den Rest erfahren. Klar, ich bin ja schon wieder Bescheid. Scheiße, Mann. Wir gehen jetzt einfach rüber. Ihr seht, worum es geht überhaupt. Dann werden wir uns den Bauch vollstopfen und ich werde euch sagen, ob das geil ist oder nicht. Da vorne ist er, Leute. Friedhelm ist auch am Start. Moin, Friedi. Moin, Friedo. Das ist übrigens nur das Vorspiel, Leute. Ihr könnt euch gefasst machen auf nächste Woche Donnerstag oder Sonntag. Ich kann es noch nicht genau sagen. Wir haben Frank Rosins eigenes Restaurant auch getestet. Undercover. Katastrophe. Speicher. Ich hab mir das angeguckt. Und die recordet jetzt die ganze Zeit. Die recordet schon. Es war echt eine harte Nummer. Das ist jetzt das Vorspiel. Die Pizzabäckerin, Leute. Ihr wisst, ich habe alles getestet. Den Besten der Welt. In allen Kategorien. Teigweltmeister. Deutschlands Nummer 1. Blabliblub. Ich bin maximal gespannt, ob sie jetzt abliefert. Die Pizzabäckerin. Hallo. Also hat ab 12 erst auf. Ich glaube, wir müssen noch einen Moment warten. Wilde Frisur schon wieder, Mann. Sei mal ehrlich, Achim, findest du das sexy, wenn ich einen so ein Hosenbein hochkrempel? Nee, danke. Fühlst du dich in deiner Sexualität gerade angegriffen von mir? Nee. Würdest du sagen, du kommst mit deiner Sexualität klar? Ja. Friede. Also, ihr Lieben, die gute Nicole, ich habe eben schon angetastet, paar Wörtchen gewechselt, ist begeistert, mich zu empfangen. Das heißt, auf Deutsch gesagt, wir können da jetzt filmen. Guckt euch mal dieses wunderschöne kleine Lädchen an. Zu dieser Seite der wunderbare Friedhelm. Wunderbar. Dann gib uns mal ein paar Bilder, Achim. Schöner Laden, Nicole. Ich stell mir das so vor, wie ich hier wohne. Man unterhält sich, man kennt sich, wechselt ein paar Wörter, so die Stammkundschaft, ne? Jeder kennt sich per Namen. Schön, schön. Grüß dich, Nicole, erstmal, ne? Ich grüß dich auch. Das ist die gute Nicole, die sich darüber freuen durfte, dass der Frank Rosin bei ihr war, ne? Und du sagtest eben schon, seitdem der Frank Rosin da war, hat das auf jeden Fall einen guten Zuwachs an Kunden gegeben, würdest du sagen? Also es hatte schon einen Zuwachs gegeben, als überhaupt der ganze Laden hier umgebaut war. Okay, also sagst du, läuft das auf jeden Fall gut im Moment? Läuft auf jeden Fall. Das freut mich. Der Frank sagte nämlich, Leute, das ist seiner Meinung nach die beste Pizza in Hamburg. Und das kann, denke ich, Nicole unterschreiben. Das kann ich nicht unterschreiben. Hat er dir 4 von 5 Sternen gegeben? Ja, genau. 1 Stern habe ich verloren, weil ich beim zweiten Testessen hatte ich dann den Käse vergessen. Aber 4 Sterne ist auch super. Man ist ja auch aufgeregt, wenn sowas ist, muss man dazu sagen. Ja, dann passieren eher Fehler, als wenn du hier alleine dein Ding machst. Auf jeden Fall. Ja, okay, also ich würde mal sagen, ich gucke mich jetzt schon mal nach einer Pizza um. Denkt auch dran, Leute, natürlich wie immer einen Gutschein. Schreibt einen Kommentar in die Kommentare irgendwas. Und ich suche mir einen Gutschein aus, pinne den an. Und ja, ihr habt einen 50€ Amazon-Gutschein gewonnen. Wir werden 3 Runden wieder machen, Leute. 3 Runden für Nicole oder gegen. Das wird sich dann entscheiden. Also, ich werde 4 Käse, Salami und Feta nehmen. Das sind die, die mich am meisten anlachen. Ja, genau. Und dann gucken wir den noch ein bisschen mal über die Schulter. Seit wann hast du den Laden hier, Nicole? Seit Juli 2020. Ja. Also, eigentlich habe ich den schon länger. Das war mein Frühstücksladen. Und davon war es meine Werkstatt. Echt? Kommt gar nichts mehr. Nee. 13 Stunden bin ich hier. Einkaufen, sauber machen, beudeln, schnippeln. 22 Uhr bin ich dann zu Hause. Dann würde ich sagen, da kann man abends auch mal kaputt sein. Und Aua hatte Nicole auch noch am Knie. Ich bin leider in ein Schuhregal gefallen. Du hast wieder zu viel Schuhe geshoppt, ich eins zu viel. Schuhe shoppen, genau. Also ihr seht, und das finde ich auch schon mal interessant, Nicole macht auch eine dünne Pizza mit der Hand. Und ich habe tatsächlich auch schon wirklich gute Pizzen mit Nudelholz ausgerollt gesehen. Und Nicole macht es trotzdem mit der Hand. Bin ich gespannt aufs Endergebnis. Was zu tun?
Tomatensoße benutzt, Nicole? Ich nehme die Mutti-Tomaten. Hochwertigere Tomaten, die haben halt im Endeffekt nur Wasser und Tomaten. Und die werden auch direkt in Italien abgefüllt. Und man pflückt die halt so reif, dass sie direkt eingekältet werden. Ich schreibe halt immer meinen eigenen Käse noch dazu. Das ist immer Mittelalter-Gouda und Parmesan. Das gibt noch mal so ein bisschen mehr Feuer. Nicole sagte eben auch noch mal, sie packt den Basilikum vorher rauf, damit der Aromen richtig freisetzt. Also sie schiebt den mit in den Ofen. Und sie hat uns empfohlen, doch noch mal die Margherita zu nehmen, weil das von dem Aromen von der Pizza ja einfach empfehlenswert ist, die bei so einem Test mit einzubeziehen. Aber wie kamst du auf die Idee überhaupt? Du hast hier eine Werkstatt gehabt, hast erzählt, auf einmal Pizza zu machen. Das musst du euren Grund gehabt haben. Mein Bruder und ich, wir lieben Pizza, wir lieben Italien und alle lieben Pizza. Warum machen wir nicht unsere eigene Pizza? Und dann hat er halt einen italienischen Pizzabäckermeister, einen Freund von ihm, Bescheid gesagt und der hat mir dann halt seine Rezepte gegeben und mir geholfen. Geil. Das ist sozusagen aus Familienhand, dieses Rezept, was du jetzt letztlich benutzt. Ja, genau. Uritalienisch. Genau. Okay, geil. Eigentlich müsste man an jedem Laden, an jedem guten Laden vorne einen Vortrag bekommen und was zum Produkt erfahren, weil man verbindet das und es ist anders, das zu essen. Und jetzt hier die Pizza. Unsere Pizza Nummer 1. Das ist die 4 Käse. Ja, genau, das ist jetzt die 4 Käse. Ganz sympathische Frau. Das finde ich optisch sehr ansprechend. Ich lege sie mir jetzt mal auf den Schüssel. Das sieht irgendwie ein bisschen sexuell gerade aus, Mann. Die 4 Käse, die Nummer 1. Und gleich zweite Runde kommen noch mal 2 Pizzen, die wir dann testen. Guck mal von unten. Also von der Brüstung perfekt knuspert, die steht halt. Das soll so, diese römische Pizza, wie sie sagte. 1A Röstaromen. Ja. Schöne Einfahrt haben sie hier zum Essen. Ja. Danke. Ein schönes Spiel bei der Pizza. Was in der Mitte wirklich einen sehr dünnen Teig. Und das sagte Achmed vorne auch. Die ist nicht perfekt rund. Die ist nicht perfekt über gerade. Du hast hier außen an Stellen, die werden dicker. Und dann hat man zum Schluss hier mal so ein bisschen das, sage ich mal, knusprige mit diesem weichen Teig doch in der Mitte. Hat einfach mal Abwechslung in der Pizza. Das ist ganz schwer heute, diese Nummer, Leute. Noch 1-2 Bissen, dann geht's in Runde 2. Ich bin von der Röstung sehr geflasht. Von der Beschaffenheit der Pizza sehr geflasht. Den Spaß, sie zu essen. Käse erstmal, muss ich erstmal nochmal sacken lassen. Teig generell, ich würde jetzt mal sagen, da ist nicht mit so viel Öl gearbeitet. Ich habe Pizzen gehabt, die haben so ein leichtes, frittiertes Aroma gehabt. Das finde ich auch immer ein geiles Gadget dazu. Muss aber nicht, muss nicht. Ich erzähle euch einfach gerade meine Gedanken, die ich so im Kopf habe. Wir werden jetzt in die zweite Runde gehen. Let's go. Extreme Röstung, Alter. Geil aber, ne? Mhm. Ach, man testet gerade auch nochmal. Die Röstung klingt richtig nach sehr außergewöhnlich gut. Also kurz vor verbranntes Aroma. Direkt unmittelbar davor, genau perfekt. Geil, Mann, ich freue mich auf die zweite Runde. Nicole, du hast gut performt, sehr gut performt, muss ich dir schon mal sagen. Ich bin durch ganz Deutschland gefahren, habe die besten Pizzen getestet. Ne? Das ist gerade von der Röstung eine ganz besondere Nummer. Also das ist dieses so hart, genau in die Fresse, muss man sagen. Sehr geil, hast mich begeistert und jetzt würde ich mich freuen. Ich wollte eigentlich 2 auf einmal haben, aber weil ich es so geil gerade finde, nehmen wir doch eins nochmal. Noch eine Runde und dann machen wir noch eine Runde, weil das Video kann ruhig ein bisschen länger gehen. Ja. Okay. Perfekt. Nicole, welche Pizza nehmen wir? Also jetzt die Margherita. Okay. Und danach kommt dann die Calabria. Okay. Fan Johann, gib uns den Beat. Ja, yeah, Mann. Da wartet mal ab auf meine Bewertung am Schluss. Ich muss sagen, die Läden, die ich jetzt teste, hat der Rosin gute Arbeit gemacht. Wie gesagt, nächste Woche seht ihr ja dann, wie wir Rosins eigenen Laden getestet haben. Auf Undercover-Basis. Komplett Katastrophe. Ich weiß nicht, ob die mich kennen. Es kann sein. Aber wir müssen jetzt auf mega Undercover das Ganze durch. Das war wild. Glaubt mir, das müsst ihr sehen. Und denkt dran an den Daumen oben, wenn euch dieses Format gefällt, dieses Video gefällt. Das ist euer Support an mich. Ihr müsst nichts machen. Einfach nur den Daumen oben und vielleicht noch einen Kommentar. Ich hab noch ganz vergessen, Nicole. Wann war der Rosin nochmal hier? Der war am 4. Ach, diesen Jahres noch.
Ah, diesen Jahres Februar. Genau. Ahmed sagte nämlich, manchmal geht der Rosin ihm auf den Sack im Fernsehen, wenn er da, sag ich mal, den Leuten vom Kopf stößt. Aber Nicole sagte, ist ja richtig so eigentlich, ne? Es gibt ja einen Grund, warum die Restaurants nicht laufen. Oder warum auch halt bei mir irgendwie halt irgendwas im Argen war. Und dafür ist er da. Mhm. Ja, danke Nicole. Wir testen die, dann kommen wir wieder zu dir. Alles klar. Perfekt. Runde zwei, Leute. Margarito mit dem Basilikum vorher in den Ofen. Das ist ihre Philosophie. Die einen machen so, die anderen machen vorher und nachher. Und jetzt bin ich auch gespannt, den mittelalten Gouda, den ich jetzt hier mal genießen kann. Beim vier Käse kam der ja nicht so durch, weil du halt den ganzen Käse hattest. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, da habe ich Bock drauf. Nicht nur immer nur dieser Fiore-Latte. Runde zwei. Einfach ein wunderbares Geschenk des Himmels. Das war gerade so ein geiler Salzflavor. Das hat mich gerade geflasht. Ich muss sagen, den Käse, den mittelalten, so vom Feeling, schmeckst du ihn gar nicht unbedingt raus. Es ist einfach Gesamtprodukt, was in sich stimmig ist. Und sag ich mal, ineinander verschmilzt. Und du hast dann halt zum Schluss die Kreation von der Pizzabäckerin, die sehr gut harmoniert. Ich würde sagen, wir gehen zur Runde 3 direkt Pizza in den Ofen und dann gibt es die Endbewertung. Ich habe gesagt, dass ich nie von mir behauptet habe, dass ich halt die Welt allerbeste Pizza mache. Aber ich habe irgendwie für mich gesagt, ich mache eine ehrliche Pizza. Mein lieber Freund Charo, wenn du das gehört hast, das sagt man so. Glaub es mir, ich bin nicht bekloppt. Das ist nämlich mein Spruch. Und das ist eine ehrliche Pizza hier, das kann ich unterschreiben. Das ist definitiv eine ehrliche Pizza. Ab zur letzten Runde, Leute, wir gehen mal einmal rüber, aber da wird gleich mal durch. So kross angebraten, die Salami, das ist krank. Das ist mir leider zu salzig. Die Salami in sich, die Pizza ist ja top, wisst ihr ja inzwischen, aber ich probiere jetzt nochmal, weil irgendwie ich das Gefühl habe, es könnte ein Fehler unterlaufen sein, aber warum? Kann ja nicht. Die Pizza wird ja auch nicht gewürzt oder so, ne? Ja, Tomatensauce und Teig natürlich. Würde mich wundern, wenn die oft wieder bestellt wird. Ich werde sie gleich mal fragen. Da muss er, sonst hätte sie aus der Karte schon rausgenommen. Aber es wundert mich, man, die ist wirklich kompromisslos viel zu salzig. Vielleicht probiert sie die ja gleich mal. Da kann sie ja sagen, ob sie so sein soll. Sag ihr erstmal nichts. Mhm. Wenn es für sie normal ist, dann kannst du sie drauf ansprechen. Wenn sie selber dann merkt, da ist was schief gegangen, finde ich es geil. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn sie gleich konfrontieren oder ich will sie konfrontieren, warum die so salzig war. Also Filmi kann ja schon mal das Ranking einblenden, wie meine Pizzen gerankt sind. Ganz schwer jetzt zu ranken, weil es einfach mal eine römische Pizza ist. Für mich kriegt die Pizzabäckerin in Hamburg eine 8 von 10. Das kriegt sie, weil die Röstung mich maximal geflasht hat. Für mich hat es ein, zwei Schwachpunkte, wo ich drauf gewartet habe, dass so dieses Bam-Effekt kommt. Das kam nicht, wo ich vorhin gesagt habe, oh, manche haben durchs Fett nochmal so einen gefühlt frittierten Charakter. Mir hat nochmal einfach ein extra Kick an irgendeiner anderen Stelle gefehlt. Zum Beispiel bei der Soße, dass sich das abhebt oder durch den Belag von anderen Pizzen, dass ich sage, das gibt jetzt noch mehr. Aber die Röstung hat für mich gelangt, dass ich sage, diese Pizza muss jeder einmal probiert haben, weil die einfach in sich, in dieser Kategorie krank ist. Ja, Leute, ich werde nochmal einmal kurz die Fragen wegen der Pizza, was sie sagt, ob sie zu salzig ist. Also, wir sind quasi durch. Gesamttest kann ich sagen, bin ich absolut geflasht von deiner Pizza. Ich würde dich nur bei dieser Pizza, ich weiß nicht, ob du jetzt zwischendrin was isst, ne? Soll ich mal gucken, ob dir was auffällt? Noch nicht, ne? Okay, dann muss ich mal einfach sagen, dann ist das so gewollt. Ich fand die Salami zu salzig. Die gehört so. Die gehört so, ne? Ja. Okay. Gut, dann ist es einfach mein empfindlicher Gaumen. Nicole sagt, das gehört so. Und ja, genau. Gesamturteil war sowieso, habe ich auch gesagt, Nicole, für mich wirklich eine außergewöhnliche Pizza. Und ich denke, damit haben wir einen grünen Abschluss. Danke, dass wir hier drehen durften. Ich danke euch. Und dann wünsche ich dir alles Gute und viel, viel Erfolg. Und dann sage ich an euch, Leute, gerne einen Daumen oben, Kommentar und Abo dalassen. Und bis zum nächsten Mal.